Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zurück bei den Chilling Gamern. Ich bin immer noch der Chris Bro, wir spielen immer noch The Last of Us. Und ja, wir sind hier momentan im Studentenwohnheim bei der University of Colorado unterwegs. Und ja, suchen uns hier gerade einen kleinen Weg zum Generator. Sind dabei hier halt ein bisschen einmal in das Studentenwohnheim geraten und looten hier jetzt mal die Scheiße raus. Jeden Fall einiges zu finden. Sporen. Oh fuck. Das bedeutet ja nichts Gutes, wie wir wissen. Fertige. Achso, da oben sind die. Jetzt erst gesehen. Können wir leider nicht mehr mitnehmen, die Pfeile. Oder die Band. Verbrennt er jetzt oder überlebt er das? Er scheint das zu überleben. Verdammte Scheiße. Oh, come on. Doch muss man den dann im Kopf schießen. Jetzt haben wir ihn. Das hat ein bisschen was gedauert und ganz schön Ressourcen gefressen. Und ich glaube, an dem wären wir sonst auch nicht vorbeigekommen. Eine Firefly-Marke hier von Joe Warren. Ganz klar. Ja, schöne Scheiße. Das hat jetzt ganz schön gekostet. Ich hoffe, es werden nicht mehr so viele von seinen Kollegen folgen. Kann ich auf jeden Fall gut drauf verzichten. Und tun wir zumindest gerade keine. Aber so verseucht wie hier alles ist, wartet hier bestimmt noch das ein oder andere Ungeheuer auf uns. Überall die Poster. Ist das eine Munition? Kann ich das nicht aufnehmen? Ach, den Flammenwerfer habe ich schon wieder vergessen. Den hätten wir da natürlich auch mal benutzen können. Ich glaube, die Pfeile hätten uns da jetzt nie so viel gebracht. War da hinten was? Die Musik macht einen auf jeden Fall schon mal wieder fertig. Was haben wir hier?
auf jeden Fall gerade alles mitnehmen, was wir hier finden können. Kleiner Kühlschrank hier. Nicht verkehrt, wenn man so einen hat. Zugeben, so ein bisschen die Orientierung verloren habe ich hier jetzt schon. So wie in der Küche. Haben wir hier eben gefightet? Ja. Ja, geil. Einmal im Kreis gerannt. Stark auf jeden Fall. Vielleicht eher mal gucken, ob wir... Oh, hier ist noch was. Ja, ja, man kennt es. Munition für den Flammenwerfer habe ich natürlich auch immer in meinem Schrank. Oh fuck. Das macht bestimmt gleich voll Krach und dann kommt bestimmt. Das sollte halten, ja. Okay, wir haben es wohl geschafft durch die Zone. Und können dann auch hier wieder die Maske abnehmen. Alles klar, das ist dann doch ganz gut noch gelaufen. Wir gehen einmal da hinten noch gucken, ob wir da was haben. Und dann könnten wir da, glaube ich, rausgehen. Hier noch weitere Räume zum Looten. Das gefällt uns auf jeden Fall. Wieder ein paar Pillen. Und die ist anstrengend, da muss man auch mal ein paar Pillen einwerfen. Was haben wir hier? Ein Zeitungsausschnitt. Jo. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellen WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion oder CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenze der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Munro machte mit einem Brief deutlich, ... In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Alles klar, es waren hier wohl einige Studenten noch, die gehofft haben, dass sie hier sozusagen abgeholt werden, wie es ausschaut. Aber das nicht wurden. Ja, scheiße. Das ist ein komisches Bett. Oh, wie merkwürdig aus. Hier noch was. Das ist voll. Wir können... Ah, guck mal, die Lauschmodus-Distanz können wir hier jetzt nochmal erhöhen. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann hier noch ein bisschen was herstellen. Auf jeden Fall Nagelbomben. Molly, es geht leider gerade nicht. Den Rest leider auch nicht. Aber dann sind wir schon mal wieder ganz gut ausgerüstet. Ah, auch stark hier. Auf dem Flur kann man sich dann was zu trinken ziehen. Bestimmt scheiße teuer, aber gut. Dann würde ich sagen, geht's hier wieder raus. Infizierte, mir geht's gut. Ja, mach jetzt das Tor auf. Mach mir. War denn mal wieder. Achso, müssen wir das hier irgendwo anschließen, oder? Muss das da hinten ran? Ja, sieht so aus. Müssen wir wohl da ran machen. Mach das Tor ja, für uns auf. Ich bin noch dabei. Erstmal den Generator hier anschieben.
Handwerker Joel. Löb doch der Lachs. Versuchen wir es mal. Was ist hier? Easy. Ja. Komm schon durch. Los. Nee, nicht schlecht, geht auch. Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube auch nicht. Automatisch wieder zu, wollte ich sagen. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, ich muss auch sagen, man kann hier natürlich immer noch nicht so wirklich sagen, wer ist hier eigentlich gefährlich, ja? Die ganzen Viecher, die hier rumstreuen, oder dann doch noch die Menschen, die das Ganze überlebt haben oder überleben. Wir nähern uns dem. Ich sehe da zwar immer noch keinen Spiegel, vielleicht einfach durch die... Keine Wache, kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Da, aber... Gehen wir rein. Das sieht hier doch noch nach lootbarem Stuff aus. Ja, das nehmen wir mit. Los, rutsch. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, aber gut, wir haben uns ja auch gesagt, wir wollen hier, was haben wir hier, Richard Harrington Science Lab. Gehen wir. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Hey, wie wär's da drüben? Da drüben hat mir wohl irgendein Tipp angezeigt, den ich jetzt aber nicht sehen konnte, oder was? Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, scheint der Eingang zu sein, aber dafür müssen wir hier wohl mal vom Pferd runter. Die Kette konnte man ja nicht sehen. So gerostet. Hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir durch. Ach, vielleicht kommen wir rüber. Genau, oder so. Hab hier doch schon oben den Container gesehen. Hier einfach runterfahren lassen, macht er das Ding vielleicht einfach kaputt. Hui. Siehste. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Und dann müssen wir den bestimmt benutzen, um da dann hochzukommen. Kurz mal gucken, ob hier sonst noch was irgendwas zu looten ist. Oder was? Nee. Nur Dreck. Hier anscheinend auch nicht. Dann nehmen wir das Ding einfach mal mit. Ja, dann heißt es wohl jetzt wahrscheinlich schon Goodbye, Pferdchen. Ich kann da ja leider nicht mit reinkommen. Vor uns geht's hier rein. Na komm, Ellie. Dann hier rein, oder? Ja, schaut so aus. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir endlich geschafft. Wieder mal ein Meilenstein.
keiner antwortet. Wer hätte das gedacht? Das sah hier auch alles ein bisschen sehr verlassen aus. Ja, es sieht nicht so ganz so gut aus für uns. Irgendwelche Hörsäle oder Versuchslabore, wo gearbeitet werden konnte. Betonung liegt hier wohl auf konnte. Sieht alles ziemlich verlassen aus. Entweder wurden die hier überrannt oder es wurde aufgegeben oder... Ja, wir wissen es nicht. Juhu! Fireflies? Euer Heilmittel ist hier. Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ich wollte gerade sagen, wir sollten hier vielleicht nicht so rumbrüllen. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Oh oh. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Hallo? Ist da jemand? Ein bisschen gruselig. Ellie ist mutig. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Das fragen wir uns wirklich. Ich bin jetzt auch noch nicht so sicher, ob ich jetzt sagen würde, das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Gespannt, was wir hier noch so finden können. Auf jeden Fall eine Menge Loot. Ja, man weiß natürlich nie, ob man jetzt hier irgendwas super Wichtiges verpasst, wenn man die Räume nicht betritt, und mit Sicherheit werden wir hier einiges verpassen, aber wenn wir können, nehmen wir natürlich ein bisschen was mit. Ah, quietsche Türen hier teilweise, also könnte sich mal wieder jemand drum kümmern. Oh, Aufzeichnungsgerät. Das spielen wir doch mal ab. Ganz cooles Feature bei dem Spiel hier, das kam jetzt aus dem Controller. Ich habe den jetzt mal ins Mikro gehalten. Ich hoffe, das war dann einigermaßen gut zu verstehen. Finde ich ganz cool, dass sie das so ein bisschen einsetzen. Macht das Ganze doch noch ein bisschen immersiver. Mal schauen. Waren wir nicht von hier? Waren wir nicht hier durchgegangen? Ja, oder? Ah, hier ist Ellie. Und hier steht Exit. Ich würde sagen, hier sind wir richtig. Können wir hier nochmal die Tür aufmachen? Ich glaube, das war dann auch schon... Ne, da waren wir, glaube ich, schon drin.
Mist! Alles klar, also irgendwer ist hier auf jeden Fall. Und falls ihr rausfinden wollt, wer sich hier versteckt, dann schaltet doch einfach das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.